Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wildwest 16-fach. Weiter geht's, neue Aufnahmesession. Und das bedeutet, dass wir zuerst mal alles wieder aktivieren müssen. So, der steht hier noch ganz gut rum. Die fahren ja alle gerade unseren... Oh, das ist wichtig, dass du weitermachst. Steine sammeln. Jetzt haben wir hier 4 Abfahrer. Ist vielleicht ein bisschen viel. Halten wollten wir bei der Gerste. Sorry für das Hin und Her. Das müssen wir jetzt einmal schnell machen. Und der ist jetzt wichtig, dass der weitermacht. Super. So, jetzt sind wir einmal durch. Was sind unsere Ziele? Wir werden das jetzt hier fertig machen und dann striegeln. Striegeln bedeutet, wir schicken unseren Striegler. El Strigaroni. Schicken wir mal eben zu 82. Damit der da gleich einmal drüber gehen kann. Wir machen die Steine hier weg. Das wird aber noch einen ganzen Moment dauern. Ansonsten ist dieses Feld, glaube ich, in einem sehr, sehr guten Stand. Halb gedüngt, gepflügt. Die Steine, das ist ja einmalig. Das muss ja nur einmal gemacht werden. Also das ist schon in Ordnung. Und ich würde sagen, die Kleinen, die schicken wir jetzt mal nach Hause. Dann nicht nochmal los. Weil der ist ja fast fertig hier. Also macht es eigentlich wenig Sinn. Ja, dann beginnen wir doch die Folge gleich mit was Entspanntem. Ich habe den Hinweis bekommen, entschuldige doch für das Sägewerk hier einen Anhänger mit Autoload-Funktion. Der Anhänger hat Autoload, aber macht einfach nicht so viel Spaß. Einmal pro Folge ein bisschen stapeln, das ist nicht zu viel. Das halten wir aus. Wir müssen uns ohnehin hier mit beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr so viel Reserve im Sägewerk haben. Aha. So. So. Gucken mal. Ja gut, 166, alles klar. Also wir können uns über viele Sachen Sorgen machen, darüber vielleicht erstmal nicht. 900.000. Also wir werden auf jeden Fall ein kleines bisschen was am Hof machen. Da gab es auch einen ganz lieben Kommentar dazu, das stimmt. Also da müssen wir auch, ab und an müssen wir auch mal am Hof was machen. Weil der sieht auch immer noch ein kleines bisschen so aus wie in der ersten Folge. Da werden wir uns jedenfalls auch mit beschäftigen. Ich habe dann über den Holzvollernter nachgedacht, weil ich den wirklich gerne hier benutzen würde. Aber ich weiß immer nicht, ob diese Holznummer auf lange Sicht gesehen für uns dann noch so lukrativ ist. Weil einfach das nachher immer aufwendiger wird, die Bäume hierher zu schleppen. Die hier vorne werden ja irgendwann groß. Ja, kein Problem. Aber die stehen uns auch massiv im Wege rum. Und ich glaube, wenn wir nachher die richtig großen Felder abernten, dann kommt auch so viel Geld rein, dass wir uns das vielleicht ein kleines bisschen sparen können hier. Also werde ich erstmal, lange Rede, kurzer Sinn, das noch mit den vorhandenen Mitteln machen. Gut, also, das haben wir. Hat doch gar nicht wehgetan. Hab ich aber auch wieder. Fühlt sich nicht an wie 58 Frames hier. Merkwürdig. Okay, also, bis dahin. So. Du bist angekommen bei der Gerste. Sehr, sehr, sehr schön. Also, da werden wir auch gleich logistisch unterstützen müssen.
Wir gucken gleich mal, wie viel Kalk hier benötigt wird. Gut, dass wir hier den großen vorgespannt haben. Der ist echt ganz schön schwer, der Anhänger. Kurs. Ah, hier kann man das ändern. Starten auf Vorgewende. Starten auf Bahn, Vorgewende hinterher. Probieren wir mal aus. Anzahl Vorgewende 1. Will er jetzt, ändert sich da der Startpunkt? Tatsächlich. Gut, dann muss ich es hier nochmal anders machen, weil ich da auch mit dem Flug das, also ich will jetzt nicht, dass der dem im Flug vor der Nase rumfährt. Also machen wir das jetzt mal so, ein Vorgewende. Dann fängt er nämlich hier hinten an. Erster Wegpunkt Feuer frei. Wir schauen mal nach. Wir sind auf Feld 10. Feld 10 Kalk 50.000, also 51.000. Hier passen 19 rein. Ja, also drei Ladungen. Ohne. Aber das sind dann so 60, das passt dann schon. Gucken wir mal, wie viel noch im Silo ist. Dum, 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 dum. Okay. Aber bevor ich das jetzt vergesse, stellen wir hier erstmal ein. Hof, Kalk, Kalk, Kursplaymode. So, dass der auf jeden Fall losfährt. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir da gar keinen Kalk mehr haben. Also los. Das ist ein typischer Transporttrecker hier. Wird weltweit eigentlich nur zum Ziehen von Anhängern benutzt. Hashtag oder so. Einmal zum Hof bitte. Ne, Quatsch, zum Händler. So. Und was wir dann schon mal machen können, ist Kalk einkaufen. Kalk. Achtmal. Und noch viermal. Die Frage kommt ja immer wieder. Sag mal, kauft das doch direkt am Silo? Ja, ja. Kann man machen, kostet aber deutlich mehr. Im Moment sieht es nicht so aus, als wären wir aufs Geld angewiesen, waren wir aber schon. Und diese schwäbische Mentalität, die hat sich natürlich gehalten. Da brauchen wir im Moment, haben wir noch die Zeit und die Kapazitäten, das einfach selber zu holen. Okay, er flügt schön. Hier müssten eigentlich auch die Steine runter. Müssen wir mal schauen. So, du bist hier hinten angekommen. Gut, wir fahren dich ein bisschen aus dem Weg. Sobald unser Kollege hier durch ist, schmeißen wir einen Striegler drauf. Und dann können wir auch in den nächsten Monat wechseln. Wo ist er denn? Aha, hätten das Stroh vorher rausmachen können, ne? Mist. Aber gut, ist egal jetzt. Fahr nach Hause. Übernimmt einer von den anderen. So, dich wollten wir einmotten. Das können wir noch abladen, dann können wir gleich mal einen Blick werfen. Nee, ich guck mal hier. 1,2 Millionen Liter Gras. Ja, Stroh ist mehr, aber muss auch das ganze Jahr überhalten. Mhm. 270. So viel Silage. Wie viel ist das wert? Million. Wahnsinn. Also im Moment nicht, aber im Januar ist es eine Million. Oh, sieht man schon. Da sind dann 150.000, da lohnt sich schon zu warten. Okay, Hof parken. Der fährt auch, die fahren auch. Wunderbar, wunderbar. So, hat der Big X jetzt hier noch einen Kollegen, der ihm gerade hilft? Nee. Ah, zieht sich wieder die ganze Geschichte. Dann springen wir doch einfach mal zum Hof.
Und gucken mal, was würde sich denn so anbieten. Also. Hier möchte ich ja Hallen setzen. Aber eine große Halle wäre mir jetzt etwas zu teuer. Hier sollen dann auch weiter, deswegen möchte ich mir das hier ungern kaputt machen. Bauen wir uns zu, den Dings zu kaufen von Achimobil. Ich habe ja immer gesagt, das ist von Fat Action. Sagen wollte ich damit eigentlich, ich habe das aus dem Let's Play von Fat. Achim war derjenige, der den erstellt hat, stimmt. Da gibt es ja hier diese Werkstatt mit Personal, die dann automatisch repariert, auch als Tankstelle dient. Ich würde sagen, die gönnen wir uns jetzt mal. Es ist soweit. Es ist zwar jetzt keine wirkliche Verschönerung des Hofes, aber zumindest eine Veränderung. Oh ja, wir haben Holz verkauft. So, den hier hinzustellen war ja auch nur so mittelklug. Den motten wir mal ein, den können wir mal brauchen, wenn wir... Es ruckelt dabei. Was ist das denn? Den in die Hand nehmen, ruckelt's. Stellen wir jetzt mal hier hin. Den brauchen wir so oft hoffentlich nicht. Und dann... Moment mal, das muss ich mir jetzt irgendwie markieren. Sonst weiß ich gleich nicht mehr, wo das hin muss. Ah, das ist schon mal perfekt. So. Jetzt ist das hier so bröselig. Haben wir jetzt gepflastert oder so gut? Na gut, wir lassen das so. Jetzt überlege ich mir nochmal, wie wir das machen. Auf jeden Fall können wir jetzt Sprit einkaufen. Ist auch cool mit Display so. Wie können wir das einkaufen? Die Frage ist natürlich, kommt uns das auch teurer? Na, ist jetzt erstmal egal. Ich kaufe jetzt erstmal 1000 Liter. So, wir gucken jetzt mal, was passiert. Der kommt jetzt. Hier können wir gucken, er ist nicht vollgetankt. Er war auch nicht ganz repariert. Volltanken, dafür muss man einmal noch R drücken. Aber er wird sauber gemacht. Wobei wir jetzt mal Folgendes machen. Das muss weiter vor. Der muss bis hier hin. Bis die auf jeden Fall oder sogar noch ein kleines Stückchen vor. So. Genau. Und dann setzen wir hier noch einen Hilfspunkt. Und von dem geht es dann hier rüber. So müsste das. Jetzt ist der. Ist der jetzt sauber? Ja, wird er gerade, ne? Ja, wird gerade sauber. Das heißt, ruhig noch einen Schluck nach vorne. Hierhin vielleicht. So. Aber vielleicht schon zu viel. Wir machen es mal hierhin und testen es beim nächsten. Also, was passiert jetzt für alle, die den Mod nicht kennen? Der Mod kostet 30.000 kostet es platzieren. Grüße, hallo.
und fungiert als Tankstelle, auch als Reparaturmöglichkeit, nicht als Modifikationsmöglichkeit, denn das Besondere ist, wenn man hier in diesen Triggerbereich reinfährt, dann reparieren sich die Fahrzeuge automatisch und werden automatisch gewaschen. Das ist super, super, super komfortabel, weil das ja auch unsere Parkposition hier ist. In der stehen ja relativ häufig die Fahrzeuge sowieso rum. Und so haben wir dann die Chance, auch mal ein paar schöne, saubere Fahrzeuge zu haben. Okay, ich würde sagen, den Kalk holen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.